Die Grünen nehmen aktiv Einfluss auf die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Was klingt wie eine ganz, ganz böse Verschwörungstheorie, ist nun mal Realität. Denn die Rundfunkräte sind vielfach mit Parteipolitikern ersetzt. Eine dieser Parteipolitiker ist Jessica Cordunani. Der ÖRR-Blog schreibt: NDR-Rundfunkrätin Jessica Cordunani, Bündnis 90 Die Grünen, schreibt, wie sie die Tagesschau-Berichterstattung im Hinblick auf die Bauernproteste und die Demos gegen rechts beeinflusst. Schauen wir uns ihre zwei Tweets, die der ÖRR-Blog hier verlinkt hat, mal an. Jessica Cordunani schreibt hier: Tausende gehen gegen rechts auf die Straße und die Tagesthemen eröffnet mit einem Monarchen. Ich habe eben Fragen dazu für den morgigen NDR-Programmausschuss eingereicht. Vor allem auch, warum es ein deutliches Ungleichgewicht zwischen den antifaschistischen Demonstrationen und den Bauernprotesten gibt. Ja, ich kommentiere das mal nicht inhaltlich. Jessica Cordunani schreibt, wie es aussieht, drei Tage später: Die Tagesthemen haben gestern mit einem langen Beitrag zu den antifaschistischen Protesten, dem AfD-Verbot und der Petition gegen Höcke eröffnet. Gestern hatten wir ein sehr konstruktives Gespräch im Ausschuss mit dem Chef der Tagesschau. Die Fehleinschätzung über die Bedeutung der Demos wurde bereits Montag aufgearbeitet. Hashtag Demos gegen rechts. Also wer die Petition mit Höcke nicht mitbekommen hat, da versuchen ein paar Antidemokraten, dem seine politischen Grundrechte zu entziehen. Also das ist, ja, ein, ja, man kann es nicht anders nennen, faschistoides Staatsverständnis. Wenn man Leuten die Grundrechte wegnehmen will. Und über sowas berichtet der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann als erstes, weil eine grüne Politikerin Einfluss auf die Berichterstattung genommen hat. Ja, der ÖRR-Blog wird von einem konservativen, ja, Kommentatoren, politischen Aktivisten, nennt es wie ihr wollt, betrieben. Also der ist natürlich auch voreingenommen, darauf sollte ich der Transparenz wegen hinweisen. Aber dieser Fall, den ihr gerade gesehen habt, der ist wirklich so skandalös. So, was heißt skandalös? Also, dass da in den Rundfunkräten parteipolitische Beeinflussung stattfindet, das ist allen klar. Wenn Politiker da drin sitzen, dann vertreten die natürlich ihre Parteiinteressen. Aber dass die dann so blöd sind und das offen auf Twitter zugeben, das hat dann doch schon eine neue Qualität. Das zeigt, wie sicher sich diese Leute fühlen, wenn sie die Berichterstattung eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der eigentlich alle Stimmen abbilden soll, manipulieren.